Es ist soweit, meine Damen und Herren. Die Aufregung steigt. Ihr seid live dabei bei der Eröffnung von der Company. Vielen Dank, mein Bruder. Kein Problem. Dankeschön. Ich habe die Schere in meiner Hand. So. Oh. Warte. Ich werde es nicht alleine machen. Wir werden es alle zu dritt machen. Stark, alle. So, einmal alle Hände drauf. So. Nach einem Jahr, Freunde, nach einem Jahr und ihr seid live dabei. Drei. Seid ihr ready? Die Company! So, meine Freunde, das, was ihr gleich sehen werdet, läuft schon seit einem Jahr hinter den Kulissen mit sehr, sehr, sehr viel Schweiß, Depression, sehr viel Trauer, sehr viel Tränen, aber auch jetzt letztendlich mit sehr, sehr viel Freude, Freunde. Und das teilen wir natürlich mit euch. Ihr seid jetzt dabei. Das, was ihr gleich sehen werdet, Freunde, ist alles nur dank euch zustande gekommen. Deswegen wollen wir das Ganze mit euch teilen. Also, seid gespannt. Seid, was denn? Was kann man dazu kann man keine Worte sagen. Einfach gucken und dann werdet ihr sehen. Nimm schon mal Popcorn in der Hand, mach Pause, nimm Popcorn und guck dir das Ganze an. Okay? Let's go! Let's go, follow me. Ich komme mir vor wie MTV Cribs. Kennt ihr die Serie? Die Serie, ja, sage ich, die Serie, die Sendung. So, also Freunde, wir fangen hier an in der Lobby, okay? Wir befinden uns schon in der Lobby. So, was ihr hier seht, Freunde, ist unser Stolz, okay? Und zwar die Company, you know? Yeah! DC, okay? DC. Also Freunde, wir zeigen euch hier die Räumlichkeiten. Wir fangen erstmal hier an bei dem Billardtisch. Ich bin ein Billard-Fan, sag ich jetzt mal. Ich kann auch Billard, ich kann krass Billard. Wenn du denkst, du krass, bist krasser als ich, 1 gegen 1, okay? Ja, ich bin krass. So. Hinter dem Billard steht natürlich der Name meiner Wenigkeit, Eunice Jones. Krasser Name. Krasser Name. Also Freunde, hier ist der ein Billardtisch, okay? Hier wird gezockt, bis der Hier wird gezockt. So, wenn wir Zuschauer haben, können die sich natürlich hier hinsetzen und Kaffee trinken. Wir nehmen auch gerne Tippwetten an, also wenn ihr... Dann kommen wir hier natürlich zu dem 85 Zoll... Habibi! Zu dem brand new 85 Zoll Fernseher. Ne, Freunde, also hier haben wir ein, genau, eine Zockecke. Wir haben hier die Playsee auf jeden Fall, die darf natürlich nicht fehlen, okay? Sogar in schwarz, warte mal, schwarz, Digga. Sogar in das schwarz. Das ist der Standard hier. Aber das Ding ist, was, wenn wir Durst haben? Wenn wir Durst haben, meine Damen und Herren, dann passiert Elias, du musst jetzt mitgehen. Yeah. Yes, sir. Was kriegst du, Company on the beach. Ja. Company on the beach. So, Freunde. Oh, okay. Also, hier ist natürlich die Theke, okay? Ich habe schon immer von so einer Theke geträumt und die wollte ich unbedingt haben. Die musste in die Company rein, deswegen wurde das Ganze auch ermöglicht. Oder okay? Dein Traum ist in Erfüllung gegangen. Traum ist in Erfüllung gegangen, Dankeschön. Freunde. Das ist wirklich ein Traum von uns. Übrigens, ein großes Dankeschön geht raus an Möbelland in Berlin, okay? Möbelland in Berlin, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit uns, muss ich ganz klar sagen. Ist auch keine bezahlte Kooperation, okay? Die sind uns auf jeden Fall entgegengekommen. Und sind von Berlin extra hier hingekommen, haben Aufmaß genommen, alles Mögliche, meine ganzen Visionen, meine Vorstellungen umgesetzt. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf, habe echt krasse Arbeit geleistet. Das, was ihr alles seht, Freunde, sind maßgefertigte Möbel. Die sind extra für uns hier gemacht worden. Okay, das wurde alles nach Maß gemacht. Das waren keine fertigen Möbel. Dankeschön an der Stelle. Und dafür ein Applaus, würde ich sagen. Applaus! Möbelland. Seht ihr hier unten in der Videobeschreibung. Dankeschön. Credits gehen raus. Okay. Gehen wir weiter. Weiter. Hier geht's zu der Chill-Ecke. Chill-Lounge. Chill-Lounge. Chill-Gym. Chill-Chill. Komm mal her, komm mal, Jungs. Komm mal hier auf der Seite. So. Seht ihr euch einmal hier rauf? Oh. Ja, Bruder, wir sind doch Bruder. So. Warum rutscht ihr nicht für mich? Bruder, rutsch mal für den Spaß hier. So. Auf jeden Fall, Freunde, wie ihr gerade sehen könnt, Bruder, was ist das hier wird gechillt, okay? Die Entfernung ist natürlich sehr weit, deswegen der 85 Zoll Bildschirm. So, Elias, zeig mal einmal hier rüber.
wie das Ganze hier aussieht, damit die ganze Konstellation auch mitkriegen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Links ist Billard, weißt du. Und ja, wir finden uns gerade in einer 800 Quadratmeter. Oh! In einem 800 Quadratmeter Objekt, Freunde. Also 800 Quadratmeter, deswegen habe ich gesagt, nimm schon mal Popcorn, weil es geht gleich weiter. Okay? Das Etablissement, sag mal so. Stark, Bruder. Ja? Ich werd stark. So. Der war stark. Ist wirklich, wirklich extravagant. Sehr, sehr viel investiert, muss man auch sagen. Mein Leben steckt hier drin, oder nicht? Ja, Bruder, hier steckt wirklich alles drin. Alles drin. Alles drin. Aber wir haben was vergessen, ne? Was denn? Von wo haben wir die geilen Klamotten überhaupt? Junge! Hey, das haben wir gar nicht erwähnt. DC. Hier. DC. Nein, nicht da. So. Achso. So, ne? Alles klar, ihr wisst Bescheid. DC, DC. Yeah. The Company, you know what it is. Also, wir haben hier einen Shisha-Raum. Darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Let's go. Hier. Fährt man runter, weißt du, was ich meine? Hier fährt man. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jeder hat ein Sofa, Digga. Du bleibst in deinem Sofa, du bleibst in deinem Sofa und ich hab die Pfeife. Aber warum hast du nur eine Pfeife? Wo ist unsere Pfeife? Bruder, ich hab keine Pfeifen mehr, Digga. Was steht denn da? Guck mal, wie viele Pfeifen sind. Pfeifen? Das ist ja. Nee, also. Shisha-Bar. So. Nee, Shisha-Bar. Nee, Shisha-Bar. Nee. Meine verehrten Damen und Herren, ich bin ein Shisha-Raucher, sag ich jetzt mal. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon einen Shisha-Raum habe in der Company, dann darf das nur von der MIG sein. Die Besten unter den Besten, in was Wasserpfeifen angeht. Ist das der Rolls-Royce unter Wasserpfeifen? Das hast du stark gesagt. Ja, 24 ne? Zoll Fan. Einmal Applaus, MIG. MIG! Yay! Also, zeig mal bitte, hier sind einige Tausende von Euros an Pfeifen hier drin. Okay, ihr werdet denken, der ist verrückt, aber ich bin halt nur mal Shisha-Liebhaber. Zeig mal bitte meine Pfeifen, Ilias von Ilias. Ey, wir haben Ilias gar nicht gezeigt, Alter! Warte mal. Like, zeig dich doch mal, Ilias! Ja, geh mal die Kamera. Warte mal, ich zeig euch mal den Ilias. Guck mal seine Beats-Kopfhörer. Gib mal die Kamera. Gib mal die Kamera. Oh! Oh! Geil! Geiler Team, ich schwör auf alles, Digga. Warte, Einzug. Ja, warte gleich. Aber gib mir auch einen. Also, Ilias zeigt euch die ganzen Pfeifen, die wir haben. Sag mal einfach, was so eine Verhältnis gekostet hat. So, die interessieren sich auch dafür. Die sieht krass aus. Okay. Die sieht krass aus. Ich sag mal so, ungefähr Black Series, Black on Black Pfeife, Freunde, eine meiner Lieblingspfeifen, liegt bei ca. 1000 Euro. Die daneben, 1700 Euro. Die ist mit echtem Gold vergoldet. Wow. 24 Karat war das, oder wie viel Karat war das? Ungefähr. Ihr seht auch Mundstück, alles ist vergoldet, Freunde. Ne? Gibt es aber auch Pfeifen für Leute, die nicht so viel Geld haben? Ja, klar, natürlich. Guck mal, die Pfeife zum Beispiel liegt bei ca. 400-500 Euro. 500 Euro ca. Ne? Das ist doch mal ne? Die hier genauso, weißt du, diese Tradi liegt auch bei so ca. 400 Euro, 500 Euro. Ne? Okay, let's go. Die Leute warten drauf, was als nächstes kommt. Ich würde sagen, ja, let's go. Follow us. So, Freunde, willkommen zu einem Raum jetzt hier. Der ist für mich sehr, sehr besonders, denn jeder Boss hat auch ein Office, ein Büro, da wo Meetings gehalten werden. Deswegen ist er auch extra abgeschlossen, weißt du? Oh, let's go! Das ist das Office von der Company, ja. Hier werden Videos geplant, Mann. Hier werden natürlich Sachen geplant für die Zukunft. Hier werden Pläne geschmiedet, okay. Hier werden Meetings gehalten, weißt du? Also man kann schon sagen, hier werden krasse Sachen auf euch zukommen. Sehr krasse Sachen. So, Ilias, nimm mal einmal auf hier, wie ich mich da hinsetze, so, weißt du. Natürlich fehlt die Zigarre, mein anderes Outfit, so. Aber... sowas machen wir natürlich nicht. So, ne? Sag mal hier einmal, Ilias, sag mal einmal hier. Darauf ist er echt stolz. Komm, darauf bin ich echt sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Ne? Also das sieht auch nice aus. Extra angefertigt machen lassen, oder wie das heißt? Angefertigt machen lassen in der an Türkei. Extra von Türkei hier hingebracht. Genau, das ist ein Geschenk, okay? Kam extra aus der Türkei. Ne? Bin ich sehr, sehr stolz drauf.
So sieht das Ganze aus. Ist wirklich riesig. Ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man sieht, wie groß das hier ist. Ne? Bis vor kurzem sah das wirklich katastrophal aus, was meine Buchhaltung angeht. Aber Gott sei Dank ist es ein bisschen größer geworden. Somit kann natürlich auch eine Buchhalterin ein bisschen besser arbeiten, kann sich entfalten. Die hat hier auch ihren freien Raum. Und ihren freien Kopf natürlich auch. Ja. Ne? Hier kann man jede Menge Ordner verstauen, unterbringen, okay? Übrigens, Freunde, das Ganze wurde natürlich auch vom Möbelland eingerichtet. Ja, danke an der Stelle. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich zeige euch jetzt einen Raum, der noch nicht fertig ist, okay? Weil es natürlich, wir wollten unbedingt jetzt einmal die Roomtour machen, weil wir haben sehr, sehr lange gewartet, haben wir gesagt, diesen Raum lassen wir erstmal. Und der kommt später, aber wir zeigen ihn trotzdem. Wir zeigen euch jetzt einfach einen leeren Raum. Let's go, follow me, follow me. Boah, Digga. Pam! Pam, pam, pam! Warte mal, warte mal. Ihr könnt, pass auf, die Tür geht zu, Elias. Dreimal könnt ihr raten, was das für ein Raum sein wird. Schreibt das unten in die Kommentare. Mal gucken, ob ihr gut wart. Warte, wir warten jetzt ein, zwei Sekunden. Eins, zwei, drei. So. Das hier, Freunde, wie viel sind das? 60, 70 Quadratmeter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier wird ein DC-Fitnessraum. Ein Fitnessraum wird es hier sein, Freunde. Wir haben noch keinen Partner gefunden. Der uns zusagt. Also vom Ding her, wir müssen gute Geräte haben. Vielleicht finden wir jetzt einen Partner natürlich. Ne? Also wenn ihr jemanden kennt, der Fitnessgeräte herstellt oder wie auch immer, wäre auf jeden Fall cool. Hier wird bald das Ganze stattfinden. Natürlich zeigen wir euch das, wenn wir... Dann sind wir so. Digga, mach mal ein paar Liegestütze, Alter. Was ist los, Digga? Eins, zwei. Ja, hier ist unser Fitnessraum. Zeigen wir euch natürlich bald, wenn das Ganze eingerichtet wird. Wenn wir einen richtigen Partner gefunden haben, zeigen wir euch das Ganze. Ihr wisst Bescheid. Okay. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt gerade in der zweiten Etage. Wir waren jetzt gerade unten, jetzt sind wir oben. Und somit auch die krasseste Etage. Die krasseste Etage meines Erachtens. Also da unten war schon krass, würde ich sagen. Aber Mann, oben ist das krasseste vom Krassen. Also die Anzüge, die wir haben, natürlich alle Gäste, die uns bald besuchen werden, kriegt ihr genau das Gleiche, was wir anhaben. Wenn ihr hierher vorbeikommt, die von den Latschen haben wir auch genug. Also, Freunde, ich zeig euch mal, Bruder, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Also, okay, warte. Oh! Habibi Paris Saint-Germain! Also, so, was ihr gerade seht, Freunde, das ist ein Trikot. Von der Die Company. Von Die Company, halt mal kurz. Halt. Das ist nicht nur alles, es gibt noch mehr. Also, hier ist auch mal natürlich die Socken dafür. Schimanschoner? Ne? So. Wir haben die natürlich in zwei Farben. Ne? Warum die schwarzen da sind, zeige ich euch natürlich jetzt auch. Warum haben wir wohl noch eine schwarze Farbe? Wow. Weil bestimmt noch ein Trikot also, schwarz ist. Das ist natürlich eine meiner Favoriten. Habibi! Digi, natürlich mit einer extra Hose dafür. Ey, Bruder, die Trikots sind krass, ja. Also ich muss sagen, die sehen echt krank aus, ja. Danke natürlich auch an Isam, der hat uns natürlich auch bei der ganzen Sache hier unterstützt. Deswegen... Richtig, genau. Also, Freunde, die Trikots, die wohnen natürlich der Isam. Sport Duwe in Essen, danke an der Stelle. Der hat uns die ganzen Trikots hier bedruckt. Ne? Alles, was Druck angeht, was Fußball, Klamotten angeht und so weiter und so fort, ist der die erste Adresse. Wir geben dem Bruder natürlich auch seinen Credits, weißt du, ich meine, seinen Hack, Habibi. Isam, Bruder, ich küsse dein Herz. Der kriegt natürlich auch einen Applaus. Also, hat alles Hand und Fuß. Und warum die Dinger hier sind, zeigen wir euch jetzt zunächst. Und jetzt, follow. Guck mal hier, die. Oh. Zeigen wir euch jetzt. Follow me, let's go. Freunde, das hier ist ein Spielfeld von der Company. Krass! Aber wir haben nicht nur das. Aber wir haben nicht nur das, sondern auch das. Und nicht nur das, sondern auch das. Die Company. Die Company. Und so, meine Freunde, wie ihr gerade sehen könnt, werden hier die zukünftigen Spiele stattfinden. Wie die meisten von euch wissen, machen wir auch viele Challenges. Wir haben ja einen Zweitkanal. Ne?
Dort werden die ganzen Challenges gedreht und so weiter und so fort. Hier werden demnächst wird der eine oder andere natürlich eingeladen. Vielleicht wird uns der eine oder andere bekannte Fußballer uns besuchen hier. Ne? Dann hoffen wir ja mal, ey. Dann hoffen wir mal. Oder der ein oder andere, oder der ein oder andere Rapper natürlich. Oder YouTuber natürlich, ein YouTuber-Kollegen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Ne? Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und an der Stelle bedanken wir uns natürlich an RK Kunstrasen, die uns diesen Kunstrasen zur Verfügung gestellt haben. Denn ich bin wiederum wählerisch, wie ihr wisst. Und ich wollte einen krassen Kunstrasen, der auch lange hält, der strapazierfähig ist und, okay? Danke an die Jungs, die das hochgetragen haben. Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, man sieht hier einen Raum mit Kunstrasen verlegt und man fragt sich einfach gar nicht, wie das Ganze zustande kam. Wie kommt das Ding überhaupt hier hoch? Das waren sechs oder sieben Kollegen mit Ach und Krach. Das Ding musste natürlich halbiert werden, weil das kann ich an einem Stück hier hoch. Ne? Und durch das Treppenhaus, Freunde, das war der Kampf der Titanen. Danke nochmal an Malte. Danke dir, Bruder. Danke für den krassen Kunstrasen. Ich küsse deine Augen. Das hat aber auch einen Applaus verdient, ja? Ihr seht gerade, ein Raum ist krasser als der andere. Und jetzt gehen wir in einen nächsten Raum. Wir zeigen euch mal einen Requisitenraum. Und dann gingen wir in einen Raum. Das ist das krasseste in dem ganzen Gebäude. Da wird Geschichte geschrieben. In dem ganzen Gebäude, richtig. In dem ganzen Gebäude. Mit EU aber, ne? So, bevor wir hier reingehen natürlich, Freunde, zeigen wir euch kurz den Requisitenraum. Hier ist natürlich der Warteraum. Hier wartet man einfach auf seine Show. Auf seinen Einsatz im Kunstrasen. Auf seinen Einsatz oder auf die Show hier drin, zeigen wir euch aber gleich. Guck mal, Ilias, follow me. Ich zeig mal kurz Requisitenraum. So, hier sind die ganzen Requisiten, Freunde, weißt du. Hier nach machen wir fünf Jahre endlich mal was geordnet hier. Hier was geordnet, ne? Ja, Freunde, wir haben natürlich Danke an die Person, die uns natürlich bei der Ordnung hier geholfen hat. Hier kann man sich anziehen, hier haben wir natürlich einen Spiegel, hat alles Hand und Fuß, ne? Nicht so krass spektakulär, aber wir gehen jetzt zu dem krassesten Raum, Freunde, seid gespannt. Pa, 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 pa. Was haben wir eigentlich alles für Sachen gemacht? Podest, wie auch immer, hier werden wir jedes Intro bei den ganzen Challenges hier anfangen. Jedes Intro, wenn ein Gast hier zu Besuch kommt. Hier beginnt die nächste Ära. Also hier beginnt das, Alter. Geisteskrank. So, Freunde, wir haben natürlich verschiedene Formate geplant für die Zukunft und jedes Format hat natürlich seine eigene Farbe. So wie das hier. Alter, verstehst du, was ich meine? Jedes Format hat seine eigene Farbe, okay? Wir haben natürlich auch das hier. Okay. Habibi! Das passt in den Outfit-Sticker. Ja, es ist überall die gleiche Farbe, ne? Oder natürlich auch gelb, weißt du, was ich meine? Was du willst, Bruder. Challenge, sein Vater hat natürlich die gelbe Farbe, deswegen wird die auch gelb. Verstehst du? So, es werden verschiedene Formate gedreht, Freunde. Jedes Format hat seine Farbe. Und ja, was gibt's denn noch? Man muss ja auch mal sagen, wir haben überhaupt neue Formate. Die Leute kannten immer nur Challenge sein Vater. Ja, natürlich. Die Leute dachten, unser Zweitkanal heißt Challenge sein Vater, aber das heißt die Company. Ihr habt falsch gedacht, Digga. So. Also, Freunde, wenn ihr euch vorstellen könnt, wo wir angefangen haben mit den ganzen Challenges, auf welchem Tisch wir gedreht haben und wo wir jetzt sind, Freunde, das ist natürlich eine Herzensangelegenheit. Wir haben uns natürlich sehr, sehr viel Mühe gegeben, um das Ganze hier zu realisieren. Sehr viel harte Arbeit, wie ihr schon mitbekommen habt, sehr viel Geld. Alter, aber wenn man dieses ganze Ding hier so anguckt, ne? Ey, Jonas, ganz wichtige Frage, ja? Ich glaube, das interessiert auch sehr vielen Leuten da draußen. Wie viel hast du für das alles hier investiert? Was meinst du denn? Also, ganz meinst du Geld jetzt, oder was? Geldtechnisch. Bruder, kurz und knapp. Einfach über eine Million, unter eine Million. Sechsstellig, siebenstellig. Bruder, ganz ehrlich, Ich sag einfach nichts dazu. Das Problem bei mir ist, ich schwöre bei Gott, bei mir schlägt Auge ganz schnell. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe auf jeden Fall mein Vermögen hier reingesteckt, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin auf All-In gegangen. Weißt du? Das ist mein Herz, was hier drin steckt, muss ich ganz klar sagen. Ich bin auf All-In gegangen. Ich wollte einfach den nächsten Step auf YouTube erreichen.
Deswegen habe ich wirklich hier, ja. Also 6-stellig, 7-stellig schon mindestens. Wenn man so nachdenkt, okay, 5 Jahre YouTube machen. Was ein Wichser, Alter. Das heißt, das ganze Geld ist ja das Vermögen in die Halle reingesteckt. Aber Bruder, sei mal ehrlich, hast du denn das Gebäude gekauft oder nur so gemietet? Ja. Die Leute wollen so, Freunde, wir gehen zum nächsten Raum. Zeig mal Dingen. So, meine Damen und Herren, das hier ist nicht nur eine Küche, das ist auch eine weitere Kulisse. Ey, lass die Finger mal davon. Bruder, die sind nicht gewaschen. Spasti. So, wir machen einmal. Boah, in der Küche schmeckt das Alter. Besser, ja? So, Freunde. Also, was machen wir hier? Was machen wir? Auch hier werden natürlich Videos gedreht. Die, das Format, was hier gedreht wird, Freunde, ist Jones Kitchen Format. Ne? Den Rest kann man sich schon denken. Wir werden auch hier ein paar Kleinigkeiten machen, dies, das. Also, ihr müsst euch vorstellen, stell dich nur mal dahin zum Beispiel, ja. Jeder hat sein Feld. Zack. Habibi! Hier sind zwei Steckdosen, jeder hat seine Steckdose. Das heißt, wenn jeder, zum Beispiel ich gegen Jordan beispielsweise, dann hat jeder sein Spielfeld hier, weißt du? Wir haben ein riesen Induktionskochfeld. Und ja, was ist das hier? Oh! Wow! Das ist eine Dunstpaube. Habibi! Habibi, ab! Eigentlich kommt das von oben, aber es kommt von unten hoch. Habibi, wir kommen von unten, verstehst du? Wir kommen von unten nach oben, wir kamen von ganz, ganz unten. Wir kamen vom, ja, vom tiefsten Loch, Alter. Ey, komm. Also, die Küche wurde natürlich ebenfalls bei Möbelland gekauft. Danke auf jeden Fall an Mehmet, der die ganze Küche mit mir geplant hat. Ihr wisst, wie die meisten von euch wissen, die schon mal eine Küche gekauft haben, wie lange das dauert, so eine Küche zu planen. Danke vor allem natürlich an Tolga, der das ganze Projekt hier mitbegleitet hat. Okay, Applaus. So, Freunde. Aber eine Frage habe ich noch, ja. Guck mal hier, Alter, Bosch, Induktionsstation, da kommt so ein Ding hoch, Alter. Ey, aber den Preis für die Küche kannst du wenigstens sagen, ja. Baller mal raus. Komm, wenigstens das hier. Okay, die Küche hat auf jeden Fall 35.000 Euro gekostet. Was? Habibi, schön, eine starke Summe, Bruder. Wie ein Mann hat er geredet. Also ich komm ursprünglich aus dieser Branche, deswegen kenne ich mich sehr gut mit Einrichtung aus. Und da muss ich eine krasse Sache sagen. Guck mal, Freunde, alles ist im Leben möglich. Vom Küchenverkäufer zum 35.000 Euro Küchenbesitzer. Okay, John, reicht, haben wir verstanden, alles gut. Bevor du noch was Falsches sagst. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren. Elan. Der jetzige Raum wird euch bewundern. Also follow me, follow us. Come on! So, hier, was ihr gerade sehen könnt, meine Damen und Herren, ist ein Gaming-Raum, Mann. Ein Gaming-Raum. Aber anders, verstehst du, aber anders. Also, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mit Gaming sozusagen, gar nicht, also mit Streaming gar nichts zu tun, Freunde. Aber das ist der nächste Step, den ich machen möchte. Und zwar werde ich bald, das heißt bald, jetzt nach dieser Roomtour auf Twitch streamen, okay? Wie ihr gerade sehen könnt, Freunde, das ganze Equipment hier, sag mal, das ganze, wie sagt man dazu? Equipment. Setup! Ist von Case King gesponsert worden, ne? You know what it is. Wir haben hier das Beste vom Besten. Wir haben hier, wie heißt die nochmal, diese Dinges, Elias? Speicherkarte. Nicht Speicherkarte. Kühlflüssigkeit. Nicht Kühlflüssigkeit, die Grafikkarte, 3090 ist das, ne? Das ist die krasseste auf dem Markt, das weiß ich auf jeden Die Fall. Krasseste, die es gibt gerade momentan, ne? Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin so stolz auf diesen Raum hier. Ich bin so stolz, bald hier anfangen zu können mit Streamen. Ich gehöre bald auch dazu. Twitch, you know what it is. Verstehst du, was ich meine?
Ja, guck mal, hier haben wir ein Greenscreen. Ich weiß nicht, ob ich die jemals benutzen werde, aber ich habe sie und das ist sehr wichtig. Hier haben wir natürlich die Galerie hier, den 1-Million-Button, der erinnert mich immer wieder an dem, was ich erreicht habe. Das ist natürlich, Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so, ja, Räume. Allein die Couch, Mann. Guck mal, Alter. Oder die finde ich krass, das ja. Das finde ich am krassesten. Oder? Guck mal, also jeder, der hier reinkommt, sagt zu mir, ey Bruder, warum ist die Couch, ist die so schief oder was? Nein, ist weißt du, woran mich das erinnert? An unsere Karriere. Die geht jetzt berg hoch, Habibi! Ist natürlich auch von Möbelland. Ich schwör auf alles, ne? Ich war, wie lange war ich in Berlin? Ich bin nach Berlin gefahren, ich war eine Woche da. Jeden Tag war ich da und wir haben jeden Tag von morgens bis abends geplant. Also Möbel ausgesucht. Ich kann euch gar nicht vorstellen, ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Arbeit das ist. Warte mal, ja. Wie viel Geld da drin steckt natürlich. Sieht man uns überhaupt gut, Elias? Let's go. Guck mal, wir sind jetzt so gut wie fertig mit dem ganzen Dingens, aber ich zeige euch nochmal hier die Räumlichkeit. Wir gehen mal ganz schnell durch. Ne? Da sind wir auch fertig. Aber das würde ich sagen, da machen wir jetzt mal ratzfatz. Ne? Ja, natürlich ganz krasse Sachen hier natürlich drinstehen. Ne? Wir zeigen euch die Räumlichkeiten. Wir haben natürlich Gästezimmer für unsere Besucher. Komm, zeigen wir sofort das Gästezimmer. Ha? Das Gästezimmer zeigen wir sofort. Okay. So, wir fangen direkt an mit dem Gästeraum. Okay. Elias, schau, look at this. Die uns besuchen, hier ist der Gästeraum. Hier sind zwei Doppelbetten. Wir können auch vier Einzelbetten machen, wie auch immer, wie ihr wollt. Hier ist Fernseher, wie auch immer, Netflix. Also, wenn dann der Jesus kommt, dann kann er hier auch pennen. Deswegen kommt. Hier ist ein. Ja. Ich schwör's euch, Leute, ne? Abstellkammer, eine Abstellkammer. So. Der hatte noch nie in seinem Leben eine Waschmaschine. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Waschmaschine. Jetzt habe ich zwei krasse Waschmaschinen. Einmal hier. Also, komm, hier geht's direkt rein ins Wohnzimmer. Boah, das ist doch mal hier ein Prachtstück, hier Alter. So. Oh. Eins muss ich aber sagen, dieser Bereich ist der Shit, Alter. Guck mal jetzt. Ey, das ist wirklich, das Sofa. Man Sofa liegt ist so drin, bequem. Alter. Das Sofa ist so bequem. Man könnte direkt Netflix jetzt schon. 5 Meter Sofa, Dicker. Also, Freunde, ey, nur mal by the way, das ist ein 8K-Fernseher, verstehst du? Ein 8K-Fernseher, ja? Das ist das Doppelte von 4K. Kannst du dir mal so kurz sagen? Was ist das? Das Doppelte von 4K, also doppelt also, dreifach. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Ding, aber darauf bin ich stolz. Das ist ein 8K-Fernseher, hat auch nicht wenig was gekostet. Kann der so, wenn ich fragen darf? 8K. Bruder, Bildschirmauflösung, sein Vater. Ja. Aber jetzt habe ich wirklich auch eine ernsthafte Frage und ich möchte dich nicht nerven, aber wie viel hat der Fernseher gekostet? Ich schwöre, das interessiert mich. Das wäre meine nächste Frage natürlich. Ich schwöre, das interessiert mich. Der hat auf jeden Fall über so 5000 Euro. Also, Küche da? Oh, Alter, Leute. Also, wir gehen jetzt ab zu meinem Schlafzimmer. Also, das ist ein privater Bereich, ne? Aber ich zeig euch trotzdem, weißt du? Bei Familie. La Familia! Weil ihr seid auch Familie. Ich will euch Einblick über das Ganze hier zeigen. Damit ihr seht, wo Eunice Jones schläft. Boah, das ist krass. Krass. Wir müssen im Gästezimmer schlafen. Also das ist der Shit, man. Voll so. Das ist der Shit. Oh, Bettdecke von Fendi oder was? Ja, der hat sogar eine Schublade neben seinem Bett, die schwebt. Er drückt drauf, da kommt die Schublade raus. Warte Mann. Mal, wenn man das hier schon zeigt, dann richtig oder gar nicht. Einmal so und die kann man so runterfahren, weißt du? Guck mal die Karton. Guck mal die Karton. Warum, Bruder, warte mal deine Schnauze, Dicker, ja? Boah, warum stellst du es denn hier auf, wenn das... Ah, hier ist noch mehr. Ach, ist das Louis Vuitton oder was, Alter? Hey! Lack, die Kartons stapeln sich, Digga! Ich kenne die Marke nicht, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall High-Class sind. Also ich habe sehr viel aussortiert. Ich habe sehr viel aussortiert, weil ich habe keine Klamotten mehr so. Was? Wow! Oder man muss doch auch mal zeigen, wofür man jahrelang gearbeitet hat. Okay, das stimmt. Also okay, dann zeig doch mal hier. Oder das T-Shirt ist aber krass. Das habe ich noch nicht angehabt. Von mir hast du es bekommen? Von mir hast du es denn bekommen? Das war ein Geschenk von meinem Bruder, Alter, zu meinem Geburtstag, Alter. Habibi, nicht mal ich trage sowas, aber mein Bruder soll tragen. Weißt du, ansonsten, wie gesagt, hier ist das Bett, Alter. Aber das ist Fendi-Bett. So, weißt du.
Ja, also, er darf das natürlich. Ey, der wurde natürlich extra. Guck mal, alles, was ihr seht. Guck mal, Ilias, geh mal kurz beiseite, damit ihr seht, dass das maßgefertigt ist. Man sieht von Ecke, da ist kaum Platz mehr. Siehst du hier, Bruder, da ist kaum Platz mehr. Bis zur anderen Ecke. Gut, das alles geplant, ist maßgefertigt, ne? So. Mit dem Grund auch noch, dass er, weil er so viele Klamotten hat. Ja. Gut, alles maßgefertigt. Danke an der Stelle. Nochmal, Möbelland, ihr wisst Bescheid, stabile Leute. Ist das auch ein 8K-Fernseher? Du musst ja zeigen, was du abends machst, wenn du im Bett liegst. Guckst ja Netflix, ne? Das ist 8K? Nein, das ist kein 8K. Aber der war auch nicht billig. Also wenn der 5000 kostet, kostet der 2500, weil das war 8K, das war... Umgerechnet, war das die Hälfte, bestimmt 4K. So 2.000, 3.000 Euro, irgendwie sowas. Also, ich weiß es nicht mehr. Ihr seht, ganz ehrlich, ich weiß nur, was er 8K gekostet hat, weil er halt am teuersten war. Aber Bruder, guck mal, wie viele Fernseher ich hier habe. Weißt du, ich meine, wie soll ich denn... Weil man so viele Fernseher gekauft hat, und deswegen jucken sich auch die Preise gar nicht mehr dafür. Na, halt deine Schnauze, Alter. Abu Sainak, hast aus mir hier Milliardär gemacht. Abu Sainak, wallah. Also wir haben noch mehr Räume, aber die kennen euch. Sonst wird das ganze Video noch 10 Jahre dauern. Okay, ich hoffe, die Tour hat euch gefallen, Freunde. Guck mal, warte mal, hat ein Handy dabei? 3:13 Uhr. 3:13 Uhr? 3:13 Uhr. Und wir sind nicht erst mit fertig. Dem ersten Video fertig. Wir drehen jetzt das zweite Video. Alles für Nachtisch, Habibi. Alles für euch, Freunde, alles für die Fam. Es wird noch sehr viel auf euch zukommen. Wir wünschen uns natürlich nur viel Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ich sag euch ganz ehrlich, das hat uns natürlich sehr krass mitgenommen. Mich vor allem, moralisch, seelisch, wie auch immer, finanziell und was auch immer. Natürlich hoffen wir das Beste, aber no risk, no fun. Oh, sagt man dazu, aber wie auch immer. Freunde, jeder von euch kann es schaffen, okay? Ich bin als Flüchtling hergekommen nach Deutschland, das wissen die meisten. Bruder, das ist ein ernstes Thema, was machst du denn? Bruder, ich will nicht lachen, ich wollte auch nicht lachen. Nein, das wissen halt die meisten. Ich bin 2002 hergekommen als Flüchtling. Guck mal, Ilias lacht den ganzen Tag. Hör auf zu lachen, gell. Der Afghaner ist am Lachen. Ey, selber Flüchtling gewesen. Wir saßen im selben Boot. Du hast ein Boot hinter mir. Der algerische Boot war schneller. Okay. Nee, Freunde, wie gesagt, Spaß beiseite. Ist ein ernstes Thema. Jeder kann das schaffen. Okay, früher haben mich die Leute ausgelacht. Mittlerweile macht jeder TikTok und alles Mögliche. Früher wurde ich ausgelacht. Was macht der Spaß wieder? Der soll aufhören mit Comedy-Videos. Der macht sich zum Affen. 1, 2, 3. Okay? Heute seht ihr das Ergebnis. Heute kommt jeder und sagt, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich wusste, du schaffst das und. Aber ihr müsst Geduld haben. Alles im Leben braucht Geduld. Weißt du? Sabr und Geduld, weil das Problem, die meisten haben nicht Geduld, haben keine Geduld, haben kein Geduld. Für die Deutschen, Sabr ist Geduld. Genau, muss ich meinen deutschen Leuten sagen. Genau. Alles klar. Okay. Wie aber gesagt, man sieht hier, bestes Beispiel, man kann alles schaffen. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere Tür. Es ist nicht einfach, aber es ist, die Kunst ist einfach natürlich, die Ruhe zu bewahren und immer weiter Disziplin. Zu machen. In dem Sinne, Freunde, ich küsse eure Augen. Danke für den krassen Support. Es wird sehr viel auf euch zukommen. Bleibt am Start. Lasst natürlich ein Abo da. Kostet euch nichts, Freunde. Ich küsse eure Augen. Aber so parallel kommt doch auf dem zweiten Kanal auch noch ein Video online. Ja, ne? Also ihr könnt in der ersten Videobeschreibung auch abchecken. Ne? Boah, in dem ersten Link. Ersten Link in der Videobeschreibung. Okay. Okay. Doch, aber ich bin tot, Digga. Mama, wir sind 3 Uhr. Ciao, Leute. Mama, cut, Digga. Mama, cut.